oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus Grüezi und hallo und willkommen zur neuen One of a Day Folge mit einer iOS-App, der App Musi, M-U-S-I, Simple Music Streaming. 38,8 MB groß, erfordert iOS 12.0 oder neuer oder einen Mac mit macOS 11.0 oder neuer und natürlich braucht ihr den Apple M1 Chip. Grundsätzlich gratis, ihr könnt Werbung entfernen für 6,99 €. Und bei 2445 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,655 Sternen. Ja, was macht die App? Ganz einfach. Ihr könnt Playlists erstellen und Musik hören. Und das gratis, weil es greift unter anderem, nein, es greift eigentlich, glaube ich, nur auf YouTube tatsächlich zu. Und das ist im Prinzip so ein bisschen wie YouTube Advanced unter Android. Ihr könnt es halt hier im Hintergrund abspielen und die Musik, da werden halt nicht die Videos abgespielt, sondern ja, die Musik oder der Sound und dann, genau, ohne Werbung. Ihr könnt auch Playlists von YouTube nicht automatisch irgendwie importieren, aber ihr könnt den Link von der Playlist kopieren und in Musi einfügen und dann habt ihr da eure Playlists drin. Und das Ganze funktioniert sehr gut und sehr nett und ja, ist man mal gespannt, wann YouTube oder Google dem einen Riegel vorschieben, würde ich sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.